Willkommen zum Konzepttest 77 Akkumulatoren. Am Anfang werde ich eine Einleitung geben, dann eine kurze Begriffserklärung, dann ein Beispiel einer Kupfer-Zink-Halbzelle und zum Schluss der Konzepttest. Zur Einleitung. Überall und allgegenwärtig Akkumulatoren. Doch aus was bestehen diese und wie funktionieren sie überhaupt? Diese Präsentation wird Ihnen einen kurzen Einblick in die Elektrochemie der Akkumulatoren geben. Es werden die einzelnen Begriffe und Bauteile erläutert und deren Funktionsweise. Als Beispiel wird die Kupferhalbzelle und die Zinkhalbzelle benutzt. Am Ende wird noch die Konzeptfrage beantwortet und kurz erklärt. Zu den Begriffen. Am Anfang werde ich die Halbzelle oder auch Elektrode genannt erklären. Dann, was ist ein Normalpotential? Eine Kathode, eine Anode, das galvanische Element oder auch galvanische Zelle und die Elektrolysezelle. Eine elektrochemische Zelle besteht aus mindestens zwei Elektronen, der Anode und der Kathode, einem Elektrolyten, in den sie eintauchen, und einem Gehäuse. Als Halbzelle bezeichnet man eine Elektrode und die Lösung, in den sie eintaucht, zum Beispiel Kupferelektrode in einer Kupfersulfatlösung. Die Kombination zweier Halbzellen ergibt eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel Kupferelektrode in Kupfersulfatlösung kombiniert mit einer Zinkelektrode in einer Zinksulfatlösung. Die elektrochemische Zelle kann entweder ein galvanisches Element oder eine Elektrolysezelle sein. Das Normalpotential oder auch EMK genannt. Als Zellspannung bezeichnet man die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode anliegende Spannung. Fließt kein Strom durch die Zelle, so bezeichnet man die Zellspannung auch als elektromotorische Kraft EMK der Zelle. Aus den Daten der Spannungsreihe lässt sich beispielsweise für das galvanische Element die EMK unter Standardbedingungen berechnen. Hierzu nimmt man die folgende Tabelle zu Hilfe. Man liest einerseits das Normalpotential der Zinkelektrode ab und das Normalpotential der Kupferhalbzelle. Das EMK ist die Standardpotential der rechten Halbzelle minus der Standardpotential der linken Halbzelle. Hier wäre das EMK plus 0,34 Volt minus 0,76 Volt. Das EMK ist 1,1 Volt. Als Kathode bezeichnet man immer diejenige Elektrode, an der die Reduktion abläuft. In einer Elektrolysezelle werden dem zu reduzierenden Stoff an der Kathode Elektronen zugeführt, die auch hier vom äußeren Stromkreis zugeführt werden. Die Kathode stellt dann hier den negativen Pol der Zelle dar. In einem galvanischen Element verbraucht die ablaufende Reduktion an der Kathode Elektronen, die vom äußeren Stromkreis zugeführt werden. Sie stellt in diesem Fall den positiven Pol der Zelle dar. Als Anode bezeichnet man immer diejenige Elektrode in der elektrochemischen Zelle, an der die Oxidation abläuft. In einer Elektrolysezelle werden dem zu oxidierenden Stoff an der Anode Elektronen entzogen, die auch hier vom äußeren Stromkreis zugeführt werden. Die Anode stellt dann hier den positiven Pol der Zelle dar. In einem galvanischen Element liefert die ablaufende Oxidation an der Anode Elektronen, die im äußeren Stromkreis abgeführt werden. Sie stellt in diesem Fall den negativen Pol der Zelle dar. Als galvanisches Element bezeichnet man eine elektrochemische Zelle, an deren Elektroden die chemische Reaktion freiwillig ablaufen. Dabei kommt es zur Umwandlung chemischer in elektrische Energie. Beispiele hierfür sind Batterien und Brennstoffzellen. Im Gegensatz zur Elektrolyse läuft die Reaktion ohne Anlegen einer äußeren Spannung ab. Dies ist ein galvanisches Element. Jede Halbzelle hat für sich ein Potential. Die Kupferhalbzelle besitzt ein Potential von plus 0,34 Volt und ist somit der Pluspol des galvanischen Elements. Die Zinkhalbzelle besitzt ein Potential von minus 0,76 Volt und ist somit der Minuspol. Bringt man beide miteinander in Kontakt, so ergibt sich eine Leerlaufspannung von 1,1 Volt, die gemessen werden kann. Elektronen fließen nun freiwillig vom Minuspol zum Pluspol, um das Ladungsungleichgewicht auszugleichen. Die Quelle der Elektronen ist der Minuspol und somit die Anode. Der Akkumulator wird entladen. Als Elektrolyse bezeichnet man die chemische Reaktion von Substanzen an den Elektronen und der Stromzufuhr. Dabei kommt es zur Umwandlung elektrischer in chemischer Energie. Im Gegensatz zum galvanischen Element wird bei der Elektrolyse die Reaktion durch Anlegen einer entsprechenden Spannung an die Elektroden erzwungen. Hier sehen Sie eine Elektrolysezelle. Wird an der galvanischen Zelle eine äußere Spannung angelegt, pumpt man Elektronen vom Pluspol, nun zwangsweise die Anode, in den Minuspol, jetzt die Kathode. Des Weiteren laufen nun die Redoxreaktionen in Lösung ebenfalls umgekehrt an.
Dies nennt sich nun eine Elektrolysezelle. Der Akkumulator wird geladen. Nun zum Konzepttest. Die Frage lautete: Ein Bleiakkumulator wird zunächst entladen und dann wieder aufgeladen. Welche Aussagen sind korrekt? A. Aus dem Minuspol beim Entladen wird der Pluspol beim Laden. B. Aus der Kathode beim Entladen wird die Anode beim Laden. C. Der Minuspol beim Laden ist auch der Minuspol beim Entladen. D. Die Kathode beim Laden ist auch die Kathode beim Entladen. Richtig sind B. Aus der Kathode beim Entladen wird die Anode beim Laden. Und C. Der Minuspol beim Laden ist auch der Minuspol beim Entladen. Falsch sind A. Aus dem Minuspol beim Entladen wird der Pluspol beim Laden. Kann nicht sein, weil die Pole gleich bleiben. Und D. Die Kathode beim Laden ist auch die Kathode beim Entladen, da sich Kathode und Anode vertauschen beim Entladen.